Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Mick Knauf Daily heute am Börsenmontag. Ja, letzte Woche ging es dann runter. Auf Wochensicht 1% hat der DAX verloren. 15.808 am Freitag. Ja, klar, meine, wir hatten zwar einen Rekord, der lag ja mittlerweile über 16.000, bei 16.030, aber der scheint auch relativ schnell wieder verpufft zu sein. Ja, das liegt natürlich daran, dass die Börsianer, die Anleger mittlerweile dann doch etwas ängstlicher geworden sind, dass zum Beispiel die Federal Reserve die Zeit des billigen Geldes, das sogenannte Tapering, das Anleiheankaufprogramm, dann doch sukzessive zurückfahren könnten und dass damit natürlich die Zeit der Geldflut tatsächlich endet, weil das macht ja momentan unter anderem auch die Rallye an den Börsen aus. Zudem natürlich das Thema Delta-Variante Corona natürlich auch immer mehr in den Vordergrund rückt und wir da natürlich vor allen Dingen diese Woche auch ein wenig auf die Konjunkturdaten in der Eurozone schauen müssen. Und ansonsten haben wir diese Woche noch einen festen stehenden Termin, ganz, ganz wichtig, Wyoming-Jackson Hole, großes Treffen der Notenbanker-Austausch, wo man halt eben tatsächlich die geldpolitischen Strategien, die geldpolitischen Meinungen alle mal auf eine Waagschale wirft. Und in der Vergangenheit war es bis dato tatsächlich so, dass in Jackson Hole zum Beispiel auch viele Beschlüsse gefasst worden sind und dass diese Konferenz zum Teil auch als Wende zu Neuem hin dann genutzt worden sind. Und da hat man natürlich jetzt den Blick auf diese Woche, dass halt eben eventuell verkündet werden könnte, dass Amerika langsam aber sicher aus dem Anleiheankaufprogramm ausscheidet. Ja, fraglich, ob das Jerome Powell jetzt schon in Jackson Hole diese Woche tatsächlich verkünden und beschließen wird, denn er schaut ja immer wieder auch auf die US-Arbeitsmarktdaten. Naja, und das ist ja das Maß, mit dem er, Janet Yellen und Joe Biden natürlich ganz klar auch die geldpolitische Ausrichtung der Vereinigten Staaten veranlagt haben. Also dementsprechend könnte es sogar sein, dass wir hier auf Anfang September warten müssen, bis Jerome Powell den Märkten hier eine Neuerung oder eine neue geldpolitische Strategie mitteilt, weil halt eben Anfang September die Zahlen für August für den Arbeitsmarkt herauskommen. Und da könnte es natürlich durchaus sein, dass er diese Zahlen zuerst einmal abwarten will, bevor er dann tatsächlich auch entscheidet, ob er denn langsam aber sicher einen Ausstiegsplan bekannt gibt. Ja, und wenn er das langsam macht, also einen sanften Ausstieg bekannt gibt, dann wäre das so, dass er sagt, okay, die nächsten 10 bis 12 Monate werden wir schrittweise unser Anleiheankaufprogramm beenden. Das wäre etwas, was dann langsam aber sicher in die Kurse einfließen würde, was die Börsianer dann langsam aber sicher auch verdauen könnte. Und es wäre, und das ist ganz klar wichtig, keine Hauruck-Aktion, keine Überraschung, die jetzt tatsächlich die Marktteilnehmer verschrecken könnte. Das ist eins der Szenarien, die wir halt eben diese Woche vielleicht aus Jackson Hole hören werden. Ja, ansonsten haben wir, wie angesprochen, einiges an Konjunkturdaten, auf die wir schauen müssen. Das sind die Frühindikatoren, dann ist es der Market-Einkaufsmanager-Index und es ist der IFO-Geschäftsklima-Index. Ja, auch hier herrschen natürlich klar die Ängste vor, dass durch eine Delta-Variante weitere Lock- und Shutdown-Maßnahmen zum Ende des Jahres greifen könnten und dass vor allen Dingen natürlich im Bereich der asischen Märkte halt eben hier die Schließung der Handelshäfen bevorstehen könnte. Denn wir hören ja auch, dass in Asien, vor allen Dingen in China, die Delta-Variante tatsächlich auf dem Vormarsch ist, massiv und hart um sich greift. Und da könnte es natürlich sein, dass die KP in China tatsächlich auch mal wieder rigorose Maßnahmen verkündet, zudem wir hier in Deutschland ja dann auch noch ab heute das Thema Bahnstreiks haben bis Mittwoch, was natürlich auch nicht unbedingt förderlich für Konjunktur und für die Wirtschaft ist. Ansonsten haben wir noch ein paar Zahlen aus der zweiten und aus der dritten Reihe, muss man sagen, da präsentieren diese Woche noch Best Buy, dann CTS Eventim, der große Konzertkarten- und Ticketvermarkter,
Dann haben wir Derma Farm, Volta Box Around Town, dann Sixt Auto, Vermietungsunternehmen Salesforce, Delivery Hero. Ja, die sollten ja eigentlich Corona-Gewinner sein und auch in diesem Jahr tatsächlich ordentlich ihre Boxen ausgeliefert haben. Dann halt eben das Unternehmen Fielmann. Dann haben wir noch Hewlett & Packard aus den Vereinigten Staaten, Dell Computer und Gap, die da nochmal ihre Bücher öffnen werden. Aber sicherlich wichtigster Termin, das große Notenbanktreffen, das Treffen der Banker in Jackson Hole, muss man dazu sagen, ab Mitte der Woche. Also da dürfte es durchaus spannend für die Märkte werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Börsenwoche. Bleiben Sie nach wie vor investiert. Der DAX ist ja immer noch mit 16, knapp 17% Performance-Rendite für dieses Jahr. Mehr, glaube ich, kann man da vielfach auch nicht erwarten. In diesem Sinne bleiben Sie mir gesund, aber natürlich auf jeden Fall immer auch ein wenig wachsam.